Grüß euch. Die Tage sind ein paar interessante Aufnahmen von der Vision Pro aufgetaucht, weil eine Firma namens Lumafield, die Scanner für Produkte herstellt, die Vision Pro mal in so einen Scanner reingetan hat. Sie haben auch die MetaQuest 3 und die MetaQuest Pro reingesteckt und haben einfach mal Schichtaufnahmen von den Geräten gemacht, ohne sie zu zerstören. Wir haben ja schon von iFixit so ein Teardown gesehen, wo die Vision Pro auseinandergenommen wird, wo man die ganzen einzelnen Bauteile sieht und auch grob, wie das zusammengeklebt ist und zusammengeschraubt ist. Aber was jetzt neu ist, ist eigentlich diese Aufnahme über ein CT, wo wir zerstörungsfrei sehen können, wie die Geräte innen aussehen und uns auch einzelne Bauteilgruppen ein bisschen näher anschauen können. Die Firma Lumafield stellt diese Scanner her und die haben das einfach als Marketingwerkzeug genutzt, glaube ich, die Bekanntheit von der Vision Pro, um ein bisschen auf ihre Webseite und ihre Produkte aufmerksam zu machen. Und ich möchte euch das mal kurz zeigen, was man auf deren Blogbeitrag finden kann. Hier ist der Blogbeitrag von Lumafield auf der Webseite von denen. Die haben auch nochmal ein Video dazu gemacht, wo sie erklären, wo die Unterschiede zwischen den einzelnen Bauteilgruppen sind. Also bei den Displays zum Beispiel oder Batterie, wie die verschiedenen Elektronikboards aufgebaut sind und ähnliches, kann man bei denen nochmal sehen. Ich werde das nochmal verlinken in meiner Videobeschreibung unten. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, sind diese Sachen hier, weil da könnt ihr tatsächlich auch mal selbst dran rumspielen. Also hier kann man schon die Brille quasi in 3D ein bisschen verdrehen und so und ranzoomen. So. Aber wenn man hier unten auf Explore the Scan klickt, dann wird man weitergeleitet in eine Unterseite, wo sich dann so ein, ich habe das hier mal vorgeladen, wo sich hier so ein Explorer von denen öffnet, in dem man noch mehr Sachen einstellen kann. Also hier kann man zum Beispiel die ursprünglichen Bilder sich mal angucken, die der Scanner gemacht hat. Und dann haben die noch verschiedene Ansichten, sage ich mal, von der Brille. Man kann hier neben zum Beispiel ein bisschen mehr die einzelnen Ebenen ausblenden oder die Durchdringung ändern, die diese Laserstrahlen haben. Also zum Schluss, wenn man hier weiter rechts rüber geht, dann bleiben quasi nur noch die Sachen über, die die Röntgenstrahlen nicht durchdringen konnten. Das sind dann die ganzen Metallteile. Und was man da auch, gut, man sieht die jetzt auch hier im roten Bereich, dass hier oben sind nämlich zum Beispiel die Motoren, die die Linsen einstellen auf die entsprechenden Augen, auf den entsprechenden Augenabstand. Und hier diese gepunkteten oder gestrichelten Linien, das sind die Magnete, die die Zeiss-Linseneinsätze dann festklippen, wenn man die da einsetzt. Ja, hier kann man sich mal so ein bisschen durchklicken, was es da gibt. Hier sind zum Beispiel die Motoren nochmal ein bisschen rausgearbeitet. Ich glaube, die haben dann wahrscheinlich nachher die Aufnahmen bearbeitet, damit man nur bestimmte Gruppen drin hat. Ja, und hier unten gibt es noch verschiedene Ansichten, also von den Linsen, von unten, von oben. Hier sieht man schön die Hitze, wie die Hitze abgeführt wird. Hier sind nämlich so Mikrolüfter eingebaut, Industrielüfter, die man vielleicht schon vom MacBook kennt, wenn man da mal Aufnahmen gesehen hat. Die haben diese Schneckenform und dann geht hier oben die Lüftung raus. Und das sind tatsächlich hochwertige Industrielüfter, haben die in dem Video gesagt, die man so in anderen Geräten nicht findet. Also Apple legt da schon Wert drauf, dass da teure Sachen und gute Sachen verbaut werden. Wenn man mag, kann man sich nochmal die MetaQuest 3 angucken. Da gibt es das Gleiche nämlich. Kann man auch wieder von verschiedenen Seiten angucken. Ja, hier sieht man die ganzen Einzelteile. Rechtes Auge Detail. Auch irgendwie spannend, wie das hier aufgehängt ist. Ja, die haben auch einen zentralen Lüfter. Ich glaube, in der Apple-Brille sind mehrere Lüfter eingebaut, die sich um die Hitzeableitung kümmern oder um die Wärmeableitung kümmern. Also im Prinzip ganz interessante Sache hier. Kann man sich wirklich mal ein bisschen durchgucken und damit ein bisschen rumspielen. Macht irgendwie Spaß. Ja, irgendwie spannend, wenn man mit so Medizintechnik aus dem Krankenhaus oder die man vom Krankenhaus kennt,
dann plötzlich mal in solche elektronischen Geräte reinschauen kann, die man bis jetzt nur so von außen gesehen hat. Also ich meine, die Quest 3 habe ich ja auch schon mal so in den Fingern gehabt, die Vision Pro noch nicht. Aber wie es da drin aussieht, habe ich tatsächlich noch nicht gewusst. Und da ist es eine ganz schöne Technik, sich mal mit diesen CT-Aufnahmen da ein bisschen durch die Geräte durchzuarbeiten und sich verschiedene Ecken anzugucken. Wenn ihr irgendwelche tollen Erkenntnisse aus den Aufnahmen gewinnen konntet, lasst gerne mal einen Kommentar da. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video dann wiedersehen. Bis dann, tschüss.